Sascha Christ haben wir heute hier. Er ist Fanbetreuer beim FK Pirmasens und was ich von dir wissen will, das ist eigentlich, was sind im Genauen deine Aufgaben als Fanbetreuer hier beim FK Pirmasens? Ja, meine Aufgabe ist, Busfahrten zu organisieren, sprich Fans zu Hause mit Fahnen aufhängen und so weiter, auswärts Infos holen, was wir aufhängen dürfen, was wir mitnehmen dürfen. Ja, und halt gucken, dass kein Pyro gezündet wird oder etliches, wenn es Probleme gibt zwischen Fan und Verein, dazwischen zu stehen und probieren zu koordinieren. Also gucken, dass die Fans mit dem Verein zurechtkommen. Das ist jetzt aber die Arbeit, die du hast während dem Spiel, also direkt am Spieltag, direkt davor, während und danach. Inwieweit ist noch deine Aufgabe, außerhalb des Spieltages sich um Fans zu kümmern? Ja, außerhalb vom Spieltag telefoniere ich mit der Polizei von Pirmasens, auch mit Saarbrücker Polizei habe ich die Woche telefoniert. Und die wollen dann halt wissen, wie viele Fans anreisen, was an Gewaltbereite dabei sind, also Kategorie C oder B. Sprich, Informationen wollen die wissen halt, wie viele Busse fahren und so weiter. Jetzt auch außerhalb von dem ganzen Spieltag jetzt zum Beispiel, das Kümmern um die Fans, bezieht sich das auch darauf, dass man sich um die Fans kümmert, dass man versucht Fans beizukriegen, sprich die Website irgendwo die Fans anzusprechen oder ähnliches? Ja, wir sind jetzt wieder neu am Aufbauen, weil die blogb.net wird jetzt geändert. Wie die noch geändert wird, weiß ich nicht. Aber wir wollen auf jeden Fall wieder... Wir wollen auf jeden Fall gucken, dass halt wieder in Pirmasens was los ist. In Pirmasens, du meinst hier im Stadion. Also, ja, wobei, wenn ich jetzt heute an den Spieltag denke, heute gegen die Trierer, gegen die zweite Mannschaft von Trier, wir hatten eigentlich ein relativ gut besuchtes Stadion. Es wurde durchgegeben an die Presse, es wären 800 Zuschauer. Ich glaube, die Dauerkarten und die Sponsoren-VIP-Karten und so weiter wurden nicht mitgerechnet. Wenn ich so drüber geguckt habe, ich würde es eigentlich eher so zwischen 1200, 1500 schätzen. Wie war dein Eindruck? Wie viele Zuschauer hatten wir heute? Ja, ich schätze mal so 1000 waren es auf jeden Fall. Stehplatz waren auch gut besucht. So wie es letztes Jahr nicht war. Letztes Jahr war der Stehplatz eigentlich leer, wie man sagen muss. Und das Ziel ist halt jetzt beim FKP wieder nach vorne zu kommen, wieder gucken, dass Euphorie reinkommt, dass wir noch mehr Zuschauer kriegen. Also mein Wunschkonzept wäre, wie damals den Aufstieg, dass wir auch mal wieder zum Beispiel Aufstieg spielt gegen Borussia Neunkirchen haben vor 6.000, 7.000 Zuschauern. Das wäre schon ein Traum. Das war aber beim Aufstiegsspiel, war das Spiel gegen Homburg, was du meinst, mit 7.000. Ja, damals war es Homburg, dieses Jahr ist ja der Konkurrent Borussia Neunkirchen, wie es heißt. Also wäre es dieses Jahr Borussia Neunkirchen dran. Oder vielleicht auch Homburg, das können wir noch nicht wissen, oder? Ja, das weiß man nicht, die haben heute jetzt gegen Zweibrücken gewonnen. Was für mich, ehrlich gesagt, überraschend war. Also, die Saison kann man ganz schwer einschätzen. Ich schätze Betzdorf. Also und wir, der FKP, wird vorne mitspielen, Borussia Neunkirchen, Homburg wird für mich jetzt doch eine Rolle spielen, obwohl ich die irgendwie abgeschrieben habe. Aber ich gehe mal davon aus, Fußball ist 90 Minuten, man weiß nicht, was vorne mitspielt. Was ist mit unseren Nachbarn aus Zweibrücken, Hauenstein und wie ich aus dem Off irgendwo eben gehört habe, Köllerbach? Ja, das sind halt Vereine, die haben sich in der Oberliga etabliert, also die werden auch schon ihre Grundsteine setzen, werden auch gucken, dass sie Punkte kriegen. Und jeder, wo an den Sportpark kommt, wird da 200% geben. Und deswegen wird es für uns am schwersten, weil wir sind der Favorit, wir sind die Gejagten, wie man so sagt. Und wir hoffen halt, dass unsere Mannschaft Gas gibt, wie heute auch. Jetzt möchte ich aber nochmal zu den Fans zurückkommen. Ich erinnere mich, letzte Woche war ein Aufruf, dass Fans und Mitglieder gefragt sind, vielleicht zu helfen, hier beim Stadion ein bisschen Ordnung zu bringen, das Stadion beim ersten Spieltag für den FKP in seinen Glanz zu bringen. Wie ich erfahren habe, war genau ein Mitglied und ein Fan da in dem Sinn. Wir wissen, wer es war. Und definitiv geputzt hat die Tribüne einer vom Präsidium und einer vom Aufsichtsrat. Jetzt eben die heikle Frage, wo waren die Fans? Weil ein Verein ohne Fans ist eigentlich nichts. Und wenn ich jetzt dann überlege letzte Woche, es waren keine Fans da. Wo waren sie denn? Ja, da war das Spiel noch gegen Nürnberg 2. Viele haben gesagt, morgens müssen sie zu Hause selber noch ihr Zeug zu Hause machen, dass sie mittags Nürnberg 2 gucken gehen. Ich vermute mal, dass es daran gelegen hat. Ja, ich möchte da keine Lanze brechen, das also beileibe nicht, aber ich weiß von früher,
wenn ein Aufruf vom FCK kam, dass das ihre Fans irgendwo helfen sollten, dann kamen die in Scharen und haben da irgendwo rangeklotzt. Und wenn ich dann sehe oder hören muss, ich schließe mich da komplett mit ein, ich war auch nicht da, wenn ich dann höre, dass nur ein einziger da war, dann finde ich das ein bisschen heftig, oder? Ja, klar ist das heftig. Also ich weiß auch nicht, warum das so gekommen ist. Ich weiß nicht, ob es in der Zeitung gestanden hat. Habe ich jetzt echt keine Acht gehabt. Stand. Und ich war selber beruflich bedingt nicht da, weil ich habe ja auch noch einen Beruf zu erledigen. Und ich kann es nicht erklären, ich weiß es nicht. Also in dem Sinn möchte ich nochmal eine Riesenlanze brechen für unseren Vorstand, für unseren Aufsichtsrat, die sich definitiv für wirklich nichts zu schade sind, hier irgendwas zu tun. Ich habe auch mit denen gesprochen darüber und die sind niemandem böse, sind niemandem sauer und finden es trotzdem gut, dass heute sehr viele Fans da waren. Aber nochmal zurück zum Spiel. Wir haben 3-0 gewonnen. Es war ein gutes Spiel. Wie siehst du die spielerischen Ansätze? Die spielerischen Ansätze sind sehr gut. Wir spielen nach vorn. Die Spieler haben Lust zu spielen. Sie begeistern sich selbst Spielzug für Spielzug. Am Anfang haben sie locker angefangen, ja, haben 2-3 Spiel-Fehlpässe gehabt. Und ich muss sagen, die sind immer stärker geworden. Also ich bin überzeugt, dass wir dieses Jahr gute Rolle spielen. Und ich habe vorm Spiel 3-0 getippt beim FKP-Tippspiel und es ist auch 3-0 ausgegangen. Kann zufrieden sein. Hast du auch was gewonnen? Nee, also wie gesagt, das ist ja beim FKP-Tippspiel, muss ich nochmal Werbung machen für die Homepage. Das ist auf der offiziellen Homepage, ich habe tippt da mit und muss sagen, ich habe jetzt mal wieder richtig gelegen. Toi, 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 ich hoffe, dass es so weitergeht. Und jetzt wieder zurück zu den Fans. Wie wichtig sind Fans bei einem Auswärtsspiel? Weil am Donnerstag spielen wir in Saarbrücken gegen Saarbrücken 2. Saarbrücken 2, wir wissen nicht in dem Sinn, wer von oben mitspielt, von der ersten Mannschaft. Saarbrücken war auch schon immer ein sehr unangenehmer Gegner, vor allem weil die eine Rückendeckung von Fans haben, die richtig brachial ist. Wie wichtig sind unsere Fans jetzt am Donnerstag in Saarbrücken? Ja, unsere Fans sind sehr wichtig. Wir probieren auch wieder einen Fanbus zu organisieren. Also wir haben jetzt 18 Leute momentan und uns fehlen noch 12 Leute. Ich hoffe, dass die sich noch anmelden. Informationen gibt es immerhin im FKP-Forum oder bei blogb.net. Also die brauchen wir auswärts auf jeden Fall. Letztes Jahr sind, wenn ich mitgekriegt habe, wo ich überall war, da waren mal 3 da, mal 4 da, mal 5 Fans da. Da haben wir Spiele gehabt, zum Beispiel in Hauenstein, da sind 300 Pirmasenser da. Ich kann mir das nicht erklären. Früher in der Regionalliga sind wir hingefahren, egal wo es waren, waren immer hier, egal wo es war, 300 Pirmasenser. Was kostet die Busfahrt? Die Busfahrt kostet 10 Euro und ich hoffe, dass er voll wird. Wie gesagt, wir wollten es eigentlich noch günstiger machen, aber da fehlt uns der Sponsor dazu. Gut, Freunde, meldet euch an beim Bus. Noch 10 Leute fehlen, dann fährt das Ding auch. Und ich denke, das wäre eigentlich eine gute Sache. Und wenn wir gegen Saarbrücken 2 nochmal so 3 Punkte einfahren wie hier, dann haben wir schon mal ein bisschen Luft und dann können wir gegen die richtigen Knallerspiele irgendwann richtig auftrumpfen, oder? Ja klar, was ich noch vergessen habe, der Bus fährt 17.30 Uhr am Donnerstag, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, egal wer in den Sportpark kommt, dieses Jahr hat es schwer. Wir werden gucken, dass Stimmung wieder ins Stadion kommt, so wie früher. Gut, dann schließen wir damit ab und wir sehen uns am Donnerstag in Saarbrücken. Tschüss.